Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie da oder dass Sie wieder da sind. Heute reden wir über das Thema, wie Sie mehr Leichtigkeit im Alltag erreichen und wieder zu Kraft kommen. Und das in einem besonderen Kontext, sondern in Krisensituationen. Denn jedes Leben, jede Karriere hat Krisen. Und deshalb ist dieses Video auch nicht nur zur jetzigen Zeit aktuell, sondern das können Sie immer für sich nutzen. Das Video wird am Ende Ihnen gezeigt haben, was Sie aktuell tun können, um mit mehr Leichtigkeit so eine Krise zu überstehen. Und wenn es Ihnen mehr oder auch darum geht, wie Sie im Alltag Kraft schöpfen können und auch ein Stück weit, gerade insbesondere im Homeoffice, schneller abschalten können, dann schauen Sie sich doch unbedingt ergänzend noch das Video, was ich Ihnen oben rechts einblende, auch das noch dazu an. Das ist eine wunderbare Kombination. Denn hier in diesem Video ist mehr der Fokus darauf, wie Sie diesen für die meisten Menschen gerade besonderen Alltag mit mehr Leichtigkeit gestalten können. Und die Strategien, die ich Ihnen gleich vorstelle, die werden Sie inhaltlich womöglich sehr überraschen. Und damit Sie es auch ein Stück weit in den Kontext einordnen können, die Strategie, die ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist von den Lösungen in der Teamentwicklung entstanden. Und zwar während der Hochzeit wollte das Unternehmen die Führungskräfte dabei unterstützen, mit der Situation besser klarzukommen. Und daraus sind so einzelne Online-Workshops entstanden, in denen Führungskräfte ihre aktuellen Anliegen einbringen konnten. Ich kannte zum Beispiel die eine Führungskraft, die diesen Fall eingebracht hat, die kannte ich noch nicht. Es wurde aber während dem Workshop deutlich, dass das eine Führungskraft ist, die, wenn man so zurückguckt, extrem krisenerprobt war. Ja, es gibt ja immer Leben, die so ein Stück weit einfacher sind. Und vielleicht, wenn Sie viel Biografien lesen, haben Sie auch schon festgestellt, dass es Leben gibt mit Krisen. Da ist man echt erstaunt, dass die Leute die so gut gewuppt haben. Und das war auch eine Führungskraft, die krisenerprobt war und die sich vor allem mit dem Thema Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, auch in Krisensituationen mit solchen umzugehen, extrem schon viel beschäftigt hatte. Und jetzt könnte man ja auch ketzerisch die Frage stellen, haben denn diese ganzen Bemühungen nichts genutzt? Warum kommt denn gerade diese Führungskraft mit dem Anliegen, dass sie ihren Alltag, der jetzt, weil das war eine Person, die alleinerziehend war, Familienvater, Homeoffice und so weiter, ich glaube, Sie haben eine Vorstellung, wie da der Hintergrund ist, wie die mit der Situation besser umgehen wollte und vor allem mit mehr Leichtigkeit. Und das werden wir uns jetzt hier anschauen, denn das hatte ich Ihnen versprochen, die Lösungen und die Strategien werden andere sein, als die Sie sich ursprünglich wahrscheinlich von diesem Video versprochen haben. Und trotzdem genauso wirksam. Schritt 1 war, ich habe Ihnen so einen Auszug aus den Lösungen mitgebracht, damit das Video auch nicht so lang wird. Schritt 1, und das wird Sie vielleicht wundern, ist: akzeptiere, dass es bei Krisen meist keine Vorwarnung gibt. Denn, und das werden wir uns in den weiteren Punkten anschauen, wenn dem so wäre, würden viele Leute vielleicht alles tun, um Krisen verhindern zu können. Und vielleicht gibt es öfters mal eine Vorwarnung, aber ich kenne ganz viele Menschen und kenne viele Geschichten auch von meinen Kunden, die sind in eine Krise reingestolpert, da gab es überhaupt keine Vorwarnung. Und das, warum Akzeptanz? Denn erst wenn man im ersten Schritt dann auch bereit ist, eine Situation oder so eine Haltung zu akzeptieren, hat man überhaupt eine Chance, dass man auch selber eine Veränderung einleiten kann. Dann installiere Frühwarnsystem, damit ich versehentlich meine eigene Krise nicht verpasse. Und Sie sehen es, es ist ja hier auch mit dem Smiley gemalt. Was hier so spannend war an dieser Situation von der Führungskraft, gerade weil sie so krisenerprobt war, hatte sie irgendwann ein Muster entwickelt, um zu sagen, jetzt wird nie mehr eine Krise passieren und ich will vorbereitet sein, um mit der Krise dann bestmöglich und umzugehen und auch ganz schnell wieder aus der Krise rauszukommen. Das ist vom Wunsch, finde ich, total nachvollziehbar. Ist nur die Frage, und das werden wir uns gleich anschauen, ob das eine wertvolle Strategie ist, um auch mehr Leichtigkeit in den Alltag zu kriegen.
Und das ist vielleicht auch was zum Thema Humor. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nie über andere lustig macht. Ich sage aber auch, eine Teamentwicklung oder ein Coaching ohne Humor ist witzlos. Warum? Ich finde, es ist wichtig, dass man aufpasst, natürlich in meiner Rolle, dass nicht den Anschein erweckt wird, dass man sich über jemand lustig macht. Und das war hier in der Situation völlig ungefährlich. Das hat eher mehr Erleichterung reingebracht. Denn das kennen Sie vielleicht auch, Menschen oder wenn man sich selber über sich so ein bisschen einen Abstand bekommt, vielleicht nicht ganz so ernst nimmt oder auch von der humorvollen Seite, ist das oft schon ein Teil der Erleichterung. Dann, und auch das ist was, was Ihnen vielleicht besonders vorkommt, verabschiede mich von dem Wunsch, die Krise vorzubereiten. Und es ist jetzt nochmal wichtig, weil es soll ja nicht heißen, dass man völlig unvorbereitet, sorglos durchs Leben geht. Und eine gewisse Sorgfalt sorgt ja auch dafür, dass weniger Krisen passieren. Das ist die eine Seite der Medaille. Wenn aber praktisch der Wunsch entsteht, dass man Krisen ganz verhindern kann, dann ist fraglich, ob man damit erfolgreich wird. Was hier bei der Führungskraft extrem an Leichtigkeit genommen hat, weil das ist ja das Thema dieses Videos, wie können Sie, wenn Sie vielleicht gerade in diesem Wahnsinn stecken, ja, wie können Sie das ein Stück weit mit mehr Leichtigkeit dem begegnen? Dann ist doch die entscheidende Frage, was nimmt demjenigen, das war in dem Fall so, oder was nimmt Ihnen die Leichtigkeit? Und hier ein Beispiel, damit Sie für sich reflektieren können, ob Sie das auch kennen und das auch ein Teil dessen ist, was Ihnen gerade Leichtigkeit nimmt. Der Anspruch von der Person war, sofort die Situation, die Krise oder die Ausnahmesituation im Griff zu haben und dann 100%, also ich glaube, das 100% habe ich noch nett formuliert. Ich hatte so die Vorstellung, als er das so geschildert hat, das waren eher 150% Garantie, die richtige Reaktion. Und sind wir beide doch mal ehrlich, welcher Mensch, ja, welches menschliche Wesen, dem gelingt es, in einer Krisenausnahmesituation zu 100% die Situation im Griff zu haben und dann auch noch 100% richtig zu reagieren? Der Wunsch ist verständlich, ist nur die Frage, wie realistisch ist es? Und das ist gar nicht das Allerschlimmste in Form von wie realistisch ist es, sondern, und das praktisch erklärt den nächsten Punkt, ja, dann wird es deutlich, die Erinnerung, das war ein Teil der Lösungsstrategie, es unter Kontrolle haben zu wollen, verstärkt Krisen erleben. Wir Menschen wünschen uns Kontrolle, um darüber Sicherheit zu gelangen. Es ist nur die Frage, ob wir sie immer zu 100% haben können. Ich stelle das sehr in Frage. Und wenn man die Sorgfalt übertreibt und wenn man es hiermit übertreibt, es in jeder Situation unter Kontrolle haben zu wollen, dann erhöht das eher das, was man nicht haben will, sondern es erzeugt eher Krisen erleben. Und wenn wir über eine Leichtigkeit sprechen, das ist der absolute praktisch Verhinderer von einer gewissen Leichtigkeit. Dann wäre ja jetzt der logische Schritt, wenn Sie sich das jetzt Video bis hierher angeschaut haben und was bedeutet das jetzt ganz konkret für Ihr Leben? Und da habe ich Ihnen drei Schritte mitgebracht. Schritt 1 wäre der Punkt, dass Sie sich überlegen, inwieweit Sie in dem ersten Moment, damit Sie überhaupt wieder handlungsfähig sind, wenn Sie sich in einem Krisenmodus erleben, diesen Modus erstmal akzeptieren. Das heißt nicht, dass man dem ausgeliefert ist, ewig überhaupt nicht, aber der erste Schritt ist diese Akzeptanz, Sie sind jetzt in diesem Krisenerleben. Dann ist die Frage, und das zieht sich auch ja durch dieses Video, inwieweit lassen sich Krisen überhaupt verhindern? Da haben Sie so meine Meinung dazu gehört. Und der dritte Punkt, und das ist viel entscheidender, man ist diesem Krisenerleben ja nicht ausgeliefert. Man kann immer was tun, nur dafür braucht es auch diesen ersten Schritt. Und das heißt jetzt für Sie,
Der logische nächste Schritt ist, dass Sie sich entweder, weil Sie neugierig geworden sind und noch ergänzend was für Ihren Erfolg tun wollen und auch Ihre Fähigkeiten veredeln wollen, damit Sie noch mehr Kompetenzen haben, um auch Krisen noch besser zu meistern und mit Leichtigkeit den Alltag zu gestalten, dann habe ich Ihnen hier mal einen Link noch eingefügt, den Sie sich anschauen können, wo Sie ein extrem spannendes Video bekommen. Dann ist es natürlich logisch jetzt, weil ja jetzt noch offen ist, wie können Sie im Alltag auch wieder für Kraft schöpfen, weil auch das braucht man. Krisen kosten eine Wahnsinnskraft, weil das Erleben ist oft, dass man für Entscheidungen extrem lange braucht und bis man produktiv geworden ist, es einem auch unheimlich Kraft kostet. Das ist Teil von Krisenerleben. Von daher wäre es doch jetzt hilfreich, sich auch zu präparieren und zu sagen, was können Sie jetzt aktuell tun, um auch wieder abschalten zu können, Kraft zu tanken im Alltag. Und da blende ich Ihnen jetzt gerade schon das nächste Video für Sie ein. Von daher werden wir uns dort oder in dem Erfolgsvideo gleich wiedersehen. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie bis dahin vor allem gesund und erfolgreich. Herzliche Grüße, Ihre Andrea Jansen.